zieh mal einen Stock aus dem Po. Ist doch schon längst. Okay. Aber du, trotzdem lachst du. Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen zum vierten Teil unserer sehr beliebten Reihe Was tun wir, wenn? Hier geht es ja, wie ihr wisst, um Erziehung und Beziehung zu unserer Tochter Ella. Und das wird der letzte Teil sein, in dem wir nur über die Er- und Beziehung zu Ella sprechen können, weil nämlich bald unser zweites Kind sich auf den Weg macht und dann können wir euch auch erzählen, wie es hier so mit zwei Kindern abläuft. Aber erstmal mit einem Kind. Ich würde sagen, wir starten sofort jetzt los und wünschen euch viel Spaß. Bevor wir auf die neuen Situationen eingehen, möchte ich nochmal auf ein paar Kommentare reagieren, die wir unter den letzten Was tun wir, wenn's bekommen haben. Und zwar gibt es eine Sache, die immer wieder Thema ist und ich würde sie gern einfach nochmal angehen, damit ihr uns nicht falsch versteht. Und zwar geht es um Ellas Schlafzeiten. Bei euch scheint es so angekommen zu sein, als würde Ella ganz, ganz selbstbestimmt ins Bett gehen dürfen und uns sagen können, sie möchte gerne bis 0 Uhr wach bleiben oder eben jeden Tag hier bis 23 Uhr rumspringen. So ist das bei uns nicht. Es ist nur so, dass wir sie nicht um Punkt 18.30 Uhr ins Bett stecken, egal ob sie müde ist oder nicht, und dann muss sie schlafen, sondern wir reagieren einfach auf Zeichen, die sie uns gibt und tun damit genau das Gleiche, was wir ja mit uns selbst auch tun, nämlich auf unseren Körper zu achten. Das kann sie noch nicht. Ganz wichtig, was man nicht vergessen darf, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Kinder müssen geführt und geleitet und begleitet werden und sind nicht in der Lage, Entscheidungen, so essentielle Entscheidungen wie schlafen gehen, für sich selbst zu entscheiden. Und damit ihr uns, wie gesagt, nicht falsch versteht, Ella hat einfach ab und zu mal einen gewissen Spielraum, den wir und sie gemeinsam dann auskosten. Was tun wir, wenn andere uns unsere Vorgehensweisen madig machen oder anders mit ihr umgehen wollen? Wir werden auf jeden Fall Ella dorthin erziehen, dass sie merkt, es gibt anderswo andere Regeln. Nichtsdestotrotz, wenn es gegen unsere Prinzipien verstößt und gegen unsere Erziehungsweisen, dann schreiten wir da ein und sagen ganz klipp und klar, bis hierhin und nicht weiter. Egal, ob das jetzt in der Familie oder anderswo ist, werden dann Ella erklären, was das richtig ist, was wir für richtig halten. Für uns ist es besonders wichtig, dass Ella hier zu Hause ihren Rückzugsort hat, ihren Ort der Sicherheit und weiß, wie sie sich hier verhalten darf, kann, muss, soll. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass sie lernt, wie Micha gerade schon gesagt hat, dass es anderswo eben auch anders ablaufen kann. Diese Erfahrung dürfen wir ihr auch gar nicht nehmen. Für uns gilt aber auch ganz klipp und klar, wenn Ella woanders ist, angenommen sie schläft bei ihrer Oma, dann gelten Omas Regeln. Wir vertrauen natürlich darauf, dass Oma da nicht allzu viel Blödsinn macht. Aber dafür sind Omas ja auch ein bisschen da. Genau. Was tun wir, wenn Ella andere Kinder schubst oder ihnen etwas wegnimmt? Auch hier sagen wir bis zu einem gewissen Grad, das müsst ihr unter euch ausmachen. Also wir sind keine Eltern, die sofort einschreiten und Ella Paroli bieten, weil auch das gehört zur Entwicklung einfach dazu, dass Kinder sich untereinander Dinge wegnehmen, dass Kinder untereinander streiten, sich auch mal hauen. Es gibt auch Situationen, in denen Ella zu uns kommt und petzt. Und auch da sagen wir, das müsst ihr untereinander klären. Geh bitte zu XY und sag ihr, dass du das nicht möchtest. Und genauso versuchen wir es auch Ella zu erklären. Wenn wir jetzt merken, die Situation eskaliert, dann holen wir Ella natürlich zu uns und erklären ihr, dass das nicht funktioniert, dass sie hier nicht auf andere Kinder eindreschen kann. Aber das gab es so noch nie und wird es auch, glaube ich, so nicht geben, weil es einfach nicht Ellas Charakter entspricht. Was tun wir, wenn Ella iPad, also YouTube oder Fernsehen schauen möchte? Bei uns ist es so, dass Ella das darf, in gewissen Maßen, und wir haben auch ganz klar die letzte Entscheidung darauf, was sie da schauen kann. Das ist nicht so, wie es bei mir früher war. Ich habe viel vor dem Fernseher gesessen und habe das geschaut, was kam, und da war bestimmt auch das eine oder andere dabei, was nicht so gut war. Heutzutage haben wir das Glück mit den Medien, dass wir da einfach entscheiden können über, sagen wir mal, Amazon zum Beispiel, dass du einfach eine Vorauswahl triffst und dein Kind schaut das, was du für richtig hältst. Genauso auf YouTube, da gibt es ja auch Mittel und Wege, dass man das Ganze da irgendwie eindämmt, und wir versuchen das eigentlich immer in Maßen zu halten. Es gibt Situationen, da darf sie mehr schauen, zum Beispiel wenn sie krank ist oder wenn wir, als wir im Flugzeug waren. Oder wenn wir krank sind. Oder wenn wir krank sind und vielleicht ein bisschen Ruhe brauchen. Das ist aber auch, glaube ich, ganz wichtig dann in dem Moment, und ich glaube nicht, dass es so doll schadet. Was ich gerne noch hinzufügen möchte, ist, dass ich auch da einen Zusammenhang zu uns sehe. Wir nutzen
die Medien, um runterzukommen. Wenn wir von der Arbeit kommen, setzen wir uns auf die Couch und schauen erstmal kurz bei Instagram oder bei YouTube, was es Neues gibt. Und ich finde, dass man einem Kind genau das Gleiche auch gönnen sollte. Wenn sie aus dem Kindergarten kommt, muss sie nicht in ihrem Zimmer jetzt spielen. Wir müssen nicht auf Teufel komm raus ein Puzzle rausholen. Wenn sie total K.O. ist, dann kann sie auch mal auf der Couch sitzen und Amazon gucken. Wobei ich sagen muss, dass Amazon mir wesentlich besser gefällt als YouTube, weil da einfach ab und zu mal doch das ein oder andere Video dabei ist, was total sinnlos ist. Was tun wir, wenn Ella bewusst lügt? Diese Situation hatten wir tatsächlich erst vor kurzem und ich war involvierter, als ich eigentlich sein wollte. Und zwar hatten wir hier Besuch und Ella kam zu Micha, hat sich Süßigkeiten geben lassen für sich und ihren Besuch. Die waren dann halt irgendwann leer und dann kam sie zu mir und fragte mich, Mama, dürfen wir noch was Süßes? Und ich habe halt gesagt, nee, jetzt lieber nicht, ihr habt schon genug. Und sie rannte los und sagte, Mama hat ja gesagt. Und ich war richtig vor den Kopf gestoßen, weil das war die erste bewusste Situation, in der Ella wirklich gelogen hat. Und so richtig wusste ich auch nicht, wie reagiere ich jetzt darauf, weil ich auch so geschockt war. Ich war auch ehrlich verletzt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und genau dieses Gefühl habe ich Ella natürlich vermittelt. Ich bin dann zu ihr gegangen. Ich glaube, Micha hat zuerst mit ihr gesprochen, hat gesagt, irgendwie stimmt hier gerade die Situation nicht. Mama sagt, sie hat was ganz anderes gesagt. Es war eine recht lockere Situation, weil die Freundin ja auch noch da war und wir wollten das natürlich jetzt nicht größer machen, als es eigentlich ist. Aber ich habe ihr schon mitgeteilt, dass ich das nicht schön finde, wenn sie lügt. Ja, dass ich verstehen kann, dass sie noch Süßigkeiten haben möchte, aber dass es einfach nicht funktioniert, wenn ich Nein sage, sie dann losrennt und ja ruft. Gefühle äußern, das sagen wir ja immer wieder. Also wenn ich jetzt in dem Moment verletzt bin, dann muss ich ihr das auch so sagen. Und dann hoffe ich einfach, dass sie irgendwann das Verständnis dafür aufbaut. Wie schon in den letzten Folgen gibt es natürlich auch heute eine kleine Grundregel unseres Zusammenlebens. Und zwar ist es diesmal, darüber nachzudenken, warum man Nein sagen sollte. Wir versuchen bei jeder Antwort, die wir Ella geben, vorher darüber nachzudenken, warum wir denn jetzt Nein sagen sollten. Oft sind wir ja in diesem Flow drin, einfach Nein zu sagen. Einfach weil wir es nicht anders kennen, weil wir so erzogen wurden oder weil uns die Situation vielleicht selbst gerade nicht passt. Wir haben das mal mit einem kleinen Beispiel unterlegt, damit ihr einfach wisst, worum wir hier gerade sprechen. Angenommen, Ella möchte zum Beispiel Pommes mit Schokoladeneis essen. Da ist das die typische Reaktion, das macht man nicht oder das isst man so nicht. Aber wer ist da der Maßstab? Mann, wer ist Mann? Vielleicht haben wir als Kinder einfach nicht die Möglichkeit gehabt, es mal zu probieren. Vielleicht schmeckt es super gut, vielleicht schmeckt es uns auch nicht. Aber nichtsdestotrotz möchte Ella es in diesem Moment probieren. Und dann warum nicht einfach mal machen lassen? Ein anderes Beispiel. Ella geht an die Küchenschränke, nimmt sich einen Topf raus und möchte trommeln. Ella ist rein von ihrem Charakter her sowieso ein Kind, was immer fragt, ob sie irgendwas darf. Und steht sie mit einem Kochtopf und mit einem Kochlöffel vor mir und fragt, darf ich darauf rumtrommeln? Kenne ich ganz, ganz viele Leute, die einfach Nein sagen würden, weil es fürchterlich nervt. Und wir fragen uns halt, warum nicht? Warum soll das Kind nicht trommeln? Natürlich muss man das alles auch immer auf die Situation sehen und alles in Maßen. Und es ist auch nicht so, dass Ella hier machen darf, was sie möchte. Aber es geht einfach darum, wir fragen uns selbst, warum sollten wir jetzt Nein sagen? Was tun wir, wenn Ella keine Zähne putzen will? Die Situation kennt, glaube ich, jeder. Und selbst wenn man mal wochenlang, wenn es geklappt hat mit dem Zähneputzen, kommt irgendwann der Moment, ich will keine Zähne putzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz typisch. Und sind wir mal ganz ehrlich, jeder von uns ist schon mal spät nach Hause gekommen und hat sich gedacht, oh, jetzt noch Zähne putzen. Und ist vielleicht dann auch mal, nicht, dass ich das gemacht hätte oder Cindy, dann einfach so ins Bett gegangen. Bei uns ist es so, dass wir Ella dann natürlich auch überreden müssen, teilweise auch zu kleinen Mittelchen greifen müssen, wie zum Beispiel YouTube. Das ist das, was bei uns sehr gut funktioniert hat. Dann darf sie eben auf dem Smartphone noch eine Folge Lauras Stern beim Zahnarzt gucken. Das sind nur unsere Erfahrungen, die funktionieren. Bei uns. Was tun wir, wenn Ella einen fremden Hund streicheln will? Jeder kennt das, Kinder laufen auf einen fremden Hund zu und die Besitzer sagen, ja, der macht nichts, sie können den ruhig anfassen. Natürlich macht er nichts, ist ja auch der eigene Hund. In dem Fall ist es aber für uns oder für Ella ein fremder Hund und ich möchte nicht, dass sie auf einen fremden Hund zuläuft
Das sage ich ihr bewusst auch. Wir können gerne fragen, ob wir den Hund anfassen dürfen und ob der Hund natürlich lieb ist, und dann testen wir uns da langsam ran. Ich erkläre natürlich Ella dann auch, dass sie langsam da rangehen muss, vielleicht erstmal in die Hocke gehen, die Hand ausstrecken, dass der Hund mal schnuppern kann, sodass die beiden sich langsam aneinander rantasten. Gesittet, langsam und mit Absprache des Halters. Das waren unsere Situationen für dieses Video. Ich hoffe, ihr habt bei dem einen oder anderen euch selbst wiedererkannt oder einen kleinen Tipp für euch rausziehen können. Wenn ihr wie immer irgendwas wissen wollt oder irgendeine Situation habt, von der ihr gerne wissen möchtet, wie wir damit umgehen, dann bitte wie immer in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Bevor wir mit den neuen Situationen starten, hast du Mikro angemacht? Oh, Hase, ey. Hallo. Workflow. Nicht. Workflow by nature, workflow. Warte mal, nee, jetzt habe ich geguckt, so hier runter. Was tun wir, wenn Ella keine Zähne putzen möchte? Ich habe gerade eine andere Frage gesagt. Was tun wir, wenn Ella bewusst lügt? Ach so. Hä? Ich dachte hier, weil das auch... Wir wünschen uns immer, dass Ella... Ja, mein Schatz. Super, danke. Du bist so super verständnisvoll. Reihe, was tun wir, wenn? Warum? Das waren wir mit der Tagesschau. Jetzt das erste Deutsch. Kannst du mal nicht so steif sein? Situationen zum Thema, was... Mach doch einfach selber, eine blöde Kuh. Ich mach's jetzt auch selbst. Was? Nee, blablabla. Immer auf dem neuesten Stand seid... Warte. Kommt da jetzt noch was? Ja, warte kurz, ich muss über den Satz nochmal durchgehen. Ich mach doch den kompletten Satz nochmal neu. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat... Schatzi, was ist denn? Hör mal auf zu lachen, ey. Wir hoffen, euch hat das Video... Hase! Jetzt ist es ein bisschen dolle emotional hier. Ich krieg da die Wehen, ey.